Ja Leute, grüßt euch wieder bei MyNEX. Wie ihr seht, heute haben wir einen Hardware-Check vor uns. Ja Leute, ich spann uns nicht gleich weiter auf die Folter. Wie man sieht, es ist ein Gehäuse. Es ist das Sharkoon VS4-V. Leute, ich würde sagen, wir schauen uns das Gehäuse erst einmal in der 360-Grad-Übersicht an und dann gehen wir auf die Details ein. MyNEX! Ich würde sagen, kommen wir als erstes einfach mal zur Seitenansicht des Gehäuses. Es ist natürlich ein Gehäuse, welches sich im sehr niedrigen Preissegment angesiedelt hat. Das heißt so um die 35 Euro. Aber dafür ist es vielleicht einer der besten Gehäuse für den Preis. So, schauen wir uns das mal genau an, was wir alles bekommen für unseren Preis. Wir haben hier drei Schächte für 3,5 Zoll Festplatten. Darüber haben wir dann nochmal drei Schächte für 2,5 Zoll Festplatten, das heißt eine SSD zum Beispiel. Und wer noch ein DVD-Laufwerk verbauen möchte, kann hier oben sogar bis zu drei DVD-Laufwerke einbauen. Ist an der Stelle vielleicht nicht schlecht. Aber, wie man jetzt schon sieht, man kann diese Cases, wie ich es immer nennen würde, nicht rausnehmen oder rausbauen. Das heißt, die sind wirklich fest verbaut in dem Gehäuse. Die kann man nicht einfach wegnehmen, um dort vielleicht dann eine Wasserkühlung oder sonstiges einzubauen. Hier an der Seite haben wir zum Beispiel noch sogenannten Schnellverschluss. Da kann man die Festplatte einfach reinschieben und kann die dann hiermit wieder verriegeln. Ich würde aber immer Schrauben vorziehen, weil das könnte doch vielleicht irgendwie zum Klappern führen. Man weiß es nicht genau. So, dann haben wir natürlich an der Front, deswegen liegen hier auch diese Kabel, natürlich USB 3.1 verbaut. Das ist der Standardanschluss. Dazu haben wir natürlich den Klassiker HD Audio fürs Mainboard, weil wir vorne natürlich auch einen Kopfhöreranschluss haben und einen Mikrofonanschluss. Und natürlich die Klassiker Reset-Taste, Power-Taste, die ganz normalen Kabel, die halt bei jedem Gehäuse dabei sind. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Clou für den Preis. Da ist vorne noch drin ein Lüfter verbaut. Den kann man natürlich mit diesem alten Stromanschluss anschließen oder auch schon direkt aufs Mainboard anschließen. Dann wird der natürlich gesteuert, der Lüfter, und läuft nicht immer auf Vollgas. Das Netzteil, wie man hier sieht, wird unten verbaut. Da kann ich auch mal kurz zeigen von der Unterseite. Da haben wir hier unten ein kleines Lüftungsgitter. Das könnte ich auch rausnehmen. Das heißt, wenn das mal zustaubt, kann man das einfach ohne Probleme entstauben und wieder drunter klemmen. Ist gar nicht so schlecht. Wie man sieht, ist das ein ATX-Gehäuse. Das heißt, es ist kein Problem, dort ein großes Mainboard einzubauen. Ich selber habe das Gehäuse auch schon ein paar Mal benutzt. Von daher ist das eigentlich eine feine Sache für den Preis. So, kommen wir mal zu vorne. Drehen wir mal. Vorne sehen wir jetzt natürlich zweimal USB 3.1. Das ist eigentlich eine gute Sache, um vorne wenigstens einen USB-Stick oder irgendwas einzustecken. Den Klassiker, einmal den Kopfhöreranschluss und einmal den Mikrofonanschluss. Und natürlich die Power-Taste. Und der Reset-Knopf ist hinter so einem kleinen Loch versteckt. Das heißt, man piekt da einfach mit dem Kugelschreiber rein und dann hat man auch den Reset-Knopf aktiviert. Das heißt, man kommt nicht einfach so drauf. Ja, von der Wertigkeit ist natürlich so ein Gehäuse, ja, Leute, das ist natürlich schon dünnes Blech, das ist einfach so. Aber dafür ist der Preis auch verdammt niedrig. MyNEX! Kommen wir jetzt einfach mal zur Rückseite. Wie man hier sieht, hier unten wird das Netzteil verbaut. Es wird einfach mit vier Schrauben befestigt. Das ist wie bei den meisten Gehäusen natürlich so. Dann haben wir hier natürlich die Blenden, die rausgebrochen werden, wenn man eine Grafikkarte einbaut. Das heißt, die wird hier in diesem Fall einfach herausgerückt. Man kann die nicht wieder reinschrauben. Einmal rausgebrochen ist sie natürlich dann auch für immer draußen. Das ist bei etwas besseren Gehäuse meist zum Schrauben. Aber gut, die Abstriche kann man an der Stelle ruhig machen.
Hier haben wir natürlich unsere Öffnung fürs Mainboard, die ganzen Anschlüsse und nochmal Platz für einen kleinen Lüfter, den man dort auch noch draufschrauben könnte. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Seitenansicht von hinten. Da sehen wir natürlich auch überall die Langlauflöcher. Das heißt für uns, man kann sehr gut von vorne nach hinten die Kabel natürlich durchführen. Das finde ich an der Stelle super, dass hier überall große Löcher drin sind. Das heißt, man kann hier wirklich auf der Rückseite die meisten Kabel einfach verstecken. Ich hole mal direkt die Rückseite. So, dann sieht man natürlich hier genau, dass hier eine Wölbung nach außen ist. Das heißt, wir haben hier einfach noch ein bisschen mehr Platz, die ganzen Kabel dahinter zu verstecken. Und das ist wirklich eine super Sache, weil diesen Platz brauchen wir eigentlich auch an der Stelle. Sonst würde es echt ein bisschen gefummelt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn ja. Von daher ist das schon mal wieder ein Plus. Ja, schauen wir uns das Gehäuse nochmal von vorne an. Wie man sieht, es ist einfach ein schlichtes, unauffälliges Gehäuse und nach meiner Meinung für den Preis kann ich eigentlich nur einen Daumen nach oben geben. Es ist natürlich ja, ziemlich leicht und ein dünnes Blech, aber das ist völlig ausreichend. Ich sage, wer nichts braucht und wenig Geld ausgeben möchte, hat hier wirklich alles drin, was man braucht. Also von daher, alles klar. So, kommen wir nochmal zum Fazit dieses Gehäuse. Ich würde sagen, für den Preis kann man echt nicht meckern. Man hat genug Platz, es ist ein ATX-Gehäuse, also man kriegt da locker ein ATX-Mainboard rein. Auch eine große Grafikkarte passt rein. Was natürlich nicht ausbaubar sind, sind hier unten, ich sag mal so, die Halter für die Festplatten oder für die SSDs, was bei anderen Cases natürlich möglich ist. Man bekommt sogar noch einen Frontlüfter mit dabei, also von daher kann man sich hier nicht beschweren. Ich würde sagen, das ist eins mit der besten Gehäuse. Gehäuse für knapp 35 Euro, was ich sonst so am Markt gesehen habe. Ich so, Leute, ja, ich würde wohl eher meist einen Daumen runter geben. Also von daher hat das meinen Daumen hoch und das war's auch damit. Tja, Leute, damit würde ich mich schon wieder verabschieden von euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, Leute, haut ein paar Kommentare rein. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann.